Achtelfinale im Sachsenpokal. Der SV Panitz-Borsdorf empfängt den Chemnitzer FC. Vier Spielklassen trennen beide Mannschaften. Dementsprechend ist klar, dass diese Partie das absolute Highlight des Jahres für den Gastgeber darstellt. 616 Zuschauern wollten sich das hier nicht entgehen lassen. Panitz, souveräner Tabellenführer der Leipziger Stadtliga, holte 31 Punkte aus 11 Partien. Der CFC dagegen nur 9. in der Regionalliga Nordost. Weit ab von Gut und Böse, trotzdem natürlich haushoher Favorit. Grimm ist es, der hier die erste Abschlusschance hat. Wenig später ist es erneut Grimm per Freistoß und er findet Jovan Vidovic. 14 Minuten waren gespielt, 1:0 für den Chemnitzer FC. Wichtig natürlich für den Favoriten, hier früh in Führung zu gehen. Schöne Freistoßflanke von Grimm und Vidovic da hinten vollkommen blank. Da hat Panitz nicht aufgepasst. Die wiederum versuchten über Konter zum Erfolg zu kommen. Diese wurden von Chemnitz notfalls auch per Foul gestoppt. Keller ist es, der hier Wagner abräumte. Der Freistoß jedoch zu ungefährlich. Am Ende ist es Kurt, der hier per Befreiungsschlag klären kann. Und dann setzt der Gastgeber mal den Chemnitzer FC unter Druck und kommt hier sogar zum Abschluss. Jedoch ist Klemm zu überhastet und rutscht unglücklicherweise auch noch beim Schuss aus. Dann wieder der Chemnitzer FC, abgewehrte Ecke. Und dann ist es Roscher, der das Ding hier an die Querlatte haut. Der Nachschuss geht klar vorbei. Nichtsdestotrotz hat sich Roscher hier fast um ein Tor des Monats beworben. Chemnitz war zwar dominant, tat sich im Herausspielen der Chancen jedoch sehr schwer. So waren es eher Zufallsprodukte, die zum Abschluss führten. Leonard Säwe im Tor, der Panitzer, hat hier noch das 2:0 verhindert. Dann wird eine Flanke von Roscher zu kurz abgewehrt und dann ist es wieder mal Grimm, der es direkt probiert. Jedoch auch nicht von Erfolg gekrönt. Halbzeit, Chemnitz mit der verdienten Führung. Nichtsdestotrotz können die Zuschauer hochzufrieden sein mit der kämpferischen Leistung ihrer Mannschaft. Und zu Beginn der zweiten Hälfte gibt es dann die Kontersituation für den Underdog. Kaiser schickt hier Meier und dann ist Vidovic etwas zu ungeschickt und zieht hier das Foul um den Angriff zu stoppen. Der Freistoß aus aussichtsreicher Position wird von Tobias Heinrich getreten. Aber kein Problem für Chemnitz-Torwart Isa Dogan. Panitz-Coach Thomas Wedemann hält engagiert die Motivation seiner Mannschaft hoch. Und Chemnitz-Trainer Daniel Berlinski merkt, dass die knappe Führung seines Teams eventuell nicht ausreichen könnte. Doch dann ist es Steve Keller für den CFC, der fast aus dem Nichts im zweiten Durchgang das 2:0 erzielt. 63 Minuten waren gespielt. Und damit scheint man dem Underdog den Zahn gezogen zu haben. Keller vor Säwe, cool. Und das 2:0. Es sollte nicht ausreichen. Simon Roscher ist das hier, der bis zur Grundlinie geht. Findet im Rückraum Max Roscher. Aber Säwe verhindert hier das sichere 3:0. Roscher hat alle Zeit der Welt. Und dann Säwe. Klasse Einlage. Und wenig später ist es dann erneut Simon Roscher, der hier vorbereitet. Und dann ist es Schimmel, der das 3:0 erzielt. Felix Schimmel in der 73. Minute mit der endgültigen Entscheidung. Säwe hielt seine Mannschaft zuerst gut in die Partie. Dieser Ball kam doch ziemlich mittig. Etwas unglücklich für den Panitzer Keeper. Der Gastgeber gab sich wiederum jedoch nicht auf. Jonas Bär probiert es mit dem Freistoß aus großer Distanz. Aber auch da bleibt ungefährlich. Die letzte Aktion der Partie gehörte dem Chemnitzer FC. Grimm ist es mit dem Freistoß. Den kann Panitz hier nicht richtig klären. Simon Roscher wieder abgeblockt. Dann ist es nochmal Vidovic,
der hier fast das 4:0 erzielen könnte. Am Ende bleibt es beim hochverdienten 3:0 Erfolg. Nichtsdestotrotz lieferte Gastgeber Panitz Borsdorf eine klasse Leistung für einen Kreisoberligisten ab. Der SV Panisch Borsdorf kann sich also mit erhobenem Haupt aus dem Sachsenpokal verabschieden und sich im neuen Jahr dann auf den Meisterschaftskampf in der Leipziger Stadtliga konzentrieren.